Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, in der letzten Folge haben wir hier einige, ja, ich sag mal, Schurken besiegt und jetzt haben wir zwei neue Quests, die wir hier annehmen können. Jetzt weiß ich allerdings nicht, welche davon jetzt tatsächlich die Hauptquest ist. Ich Was starte mal wollt mit ihm. ihr? Mit ihr. Abschreckung. General Jakratzek hat den Befehl, diesen Ort zu beschützen mit Wachen. Aber ich sehe nichts davon. Jakrazet ist ein störrischer General und ich habe schon eine Weile ein Auge auf ihn. Wie auch immer, wir müssen diesen niederen Stämmen, die in der Stadt herrschen, eine Nachricht schicken, die sie verstehen. Ich beauftrage euch hiermit, Köpfe sammeln zu gehen. Geht nach Tal Farak und nach Tal Aman und sammelt einen ordentlichen Haufen Köpfe. Nee, nicht Beim Abwehr. Willen von Rastakhan. Okay, die Frage ist jetzt nur, wir sollen jetzt wieder irgendwelche Leute. Ach, ich nehme mal eben das Reittier dafür. Wir sollen jetzt wieder irgendwelche Leute umbringen, so wie es aussieht. Aber die Frage ist, wen? Amani-Köpfe. Ach, das sind die wahrscheinlich, oder? Das sind diese Sanddinger? Sandwüter, ja. Okay, haben wir die auch irgendwo einzeln? Und das sind die Armani-Köpfe. Okay, ja. Nehmen wir doch mal die. Ich habe kein Ziel. Natürlich hast du ein Ziel. Du stehst doch hier gerade. Ich brauche ein Ziel. Ja, das ist gerade kaputt gegangen. Es tut mir leid. So, aber Moment. Armani-Köpfe? Ach so, die muss ich noch einsammeln. Ja. Okay. Dann funktioniert das auch. Also ich muss sagen, das ist ziemlich geil hier. Arkane Geschosse. Das habe ich, glaube ich, relativ neu reingemacht. Doch, ich bin bisher begeistert. Na komm schon. Vor allen Dingen geht das auch sehr schnell, muss ich sagen. Blöde ist, ich kann das nicht abfangen, wenn der einmal auf mich zustürmt. Gibt es da irgendeinen Trick dabei? Also ich weiß ja, einige von euch spielen selber WoW. Gibt es irgendeinen Trick dabei, wenn einer auf mich zustürmt, dass ich den irgendwie, ja, abfangen kann oder so? Der ist grün. Weil ich mache natürlich automatisch, wie bei den anderen Spielen, blocke ich da mit der rechten Maustaste. Aber das scheint hier überhaupt nicht zu funktionieren. Deswegen, ja, bin ich jetzt so ein bisschen fragend, fraglos, wollte ich gerade sagen. Bin ich jetzt so ein bisschen ratlos. So, das wollte ich sagen. Okay, jetzt habe ich versucht, mit der linken Maustaste zu blocken. Das war natürlich Blödsinn. Ihr seid gelb, ne? Ihr seid gelb. Okay, dann haben wir drei. Da hinten sind, glaube ich, ja, das sind auch noch welche. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, du hast was anvisiert. Ich Schieß brauche mehr einfach. Halt die Mann. Klappe und schieß. Mann. So. Das nervt mich. Ach so, den haben wir schon. Das nervt mich doch ganz schön, wenn du dann einen anvisiert hast und dann. Ich muss zuerst mal etwas anvisieren. Du schießt doch gerade schon auf den. Was willst du denn da anvisieren?
So, perfekt. Also, ich schätze, das war wohl eine Nebenquest. Das war nicht die Quest, die wir eigentlich machen wollten. Aber okay, dann haben wir die auch schon mal erledigt. So, dann gehen wir wieder zu denen runter. Ich bin gerade am Schauen. Da oben ist noch so ein komischer Stern eingezeichnet. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Hauptquest ist, der wir ja eigentlich folgen wollten. Schert euch nicht um ein paar Gaunereien. Wir müssen uns um weit wichtigere Sachen kümmern. Yeah, ach so. Kritischer Treffer, Vielseitigkeit, Gelenkbänder, Tempo und Meisterschaft würden dazukommen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt besser ist. Ich nehme jetzt mal die Armbänder diesmal. Die Zucker, Sandala. Ja, Gesundheit. Schauen wir mal kurz. Theoretischerweise wäre hier oben noch was. Kulrazan. Ich nehme an, dass das unser Ziel ist. Das Problem ist nur, wie kommen wir jetzt dahin? Also, dass das unser Ziel von der Hauptstory ist. Ich gehe mal hier rum. Das wäre dann quasi direkt hier drin, oder? Nee. Das müsste theoretisch nebenan sein, dann. Ich habe ja dann tolles Deutsch drauf heute. Ich kann gar nicht mehr reden. Oh. Nee, auch nicht. Hä? Da müsste es theoretisch oben drüber sein. Ich habe aber keine Ahnung. Ich laufe hier mal so ein bisschen rum in der Hoffnung, dass ich das Ziel finde und schalte euch dann gleich wieder hinzu. Bis gleich. Oh! Hilfe! Ich habe zu wenig Mana. Ich habe kein Ziel. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das eigentlich machen sollten. Irgendwie scheint es jetzt doch etwas Zusätzliches gewesen zu sein, was ich jetzt gerade gemacht habe. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt wieder zurückkehre und doch mit den Ausrufezeichen weitermache. Schert euch nicht um ein paar Gaunereien. Wir müssen uns um weit wichtigere Sachen kümmern. Ich bin die Hohepriesterin von Shadra. Das ist schön. Loa der Spione und Gifte. Ja, darf ich jetzt? Wer seid ihr? Halt doch mal die Klappe. Ich sag Zulani und Talanji immer wieder, dass der Hafen sicher ist. Aber hören Sie auf mich? Nein. Gibt's Störenfriede, Prügelei? Klar. Aber nichts, um was sich der König Sorgen machen müsste. Verschwindet, bevor ihr weiter die Luft um mich verpestet. Ich hab eine einfache Aufgabe für euch. Unser lieber Prophet Zul will ein paar bestimmten Leuten im Hafen Nachrichten zukommen lassen. Und er will, dass ihr sie überbringt. Keine Ahnung, warum er sie euch nicht ausliefern lasst. Aber, als ihr das erste Mal hier wart. Aber der Prophet ist dafür bekannt, seine Vision nicht mit allen zu teilen. Hab ich gesagt, ihr könnt gehen? Hab ich gesagt, dass ich gehen wollte? Aber ich werde jetzt erstmal gehen. Ich hab meine Augen überall. Jaja. Zeig die Nachricht. Zeig den Dochmeister die Nachricht. Okay. Die sehen ja mal cool aus hier. Mit sowas möchte ich auch weiterlaufen. Willst du das? Soll ich dir die Nachricht zeigen? Wer ist denn euer Loa? Sandala für immer. So, der nächste dürfte. Der hier. Nee, der hat ein Ausrufezeichen drin. Moment. Halt, stopp. Wir hatten ja Kreise, wir hatten ja gar keine Ausrufezeichen. Dann müssen wir nochmal hier runter. Müssen wir da nochmal gucken. Also ich hoffe, dass ich damit jetzt weiterkomme. Ich meine auch, dass das jetzt im Endeffekt die beiden waren, die übrig geblieben sind vom letzten Mal. Also die Quests.
Weil das, was ich jetzt gedacht hatte, dass das jetzt die Quest weiterbringen würde, das war ja anscheinend ein Trügschluss. Das haben wir ja eben gesehen. Bist du das? Nee, oder? Oder doch? Die Zeit ist gekommen. Lauf doch nicht weg. Okay, na gut. Der nächste sollte theoretisch... Ja, unten drunter sein, oder? Würde ich sagen. So wie die Pfeile hier aussehen. Ist der irgendwo hier drin? Nee, da drin kann er nicht sein, oder? Gibt's gar keinen Eingang. Hä? Ja, aber oben war ja jetzt keiner. Also, oben war einer, aber da hat der jetzt nicht drauf gezeigt, dass... Ich meine, das ist auch ein bisschen blöd gemacht hier, aber... Vor allen Dingen... Oder ist das oben drüber? Ah... Das kann natürlich sein. Weil ich gehe nicht davon aus, dass sie jetzt direkt nebeneinander sind, davon mal abgesehen. Ja. Das sieht doch besser aus. So, zu dir muss ich hoffentlich. Och, ich stehe doch direkt vor dem. So. Bitteschön. Und. Ja, bereit zur Abgabe. Hallo, muss ich jetzt zurück? Ja, ne? Stunde ist gekommen. Ja, alles schön gut. Aber ich denke, ich muss wieder zurück zum Abgeben. Achso, hier oben war das ja auch. Das war ja nicht unten. Perfekt. Och, Leute. Ich habe keine Zeit für dummes Gequatsche. Verschwindet, bevor ihr weiter die Luft um mich verpestet. Ach, jetzt haben wir noch mal zwei Stück. Okay. Habe ich gesagt, ihr könnt gehen? Ja, hat zu. Also, zu Lani geht das alles völlig falsch an. Wenn ihr die Aufmerksamkeit der Armani oder von jemand anderen erregen wollt, müsst ihr ihre Anführer ausschalten. Geht nach Talaman und sucht nach dem riesigen Gong. Fordert vier ihrer Schüler zum Kampf heraus und schlachtet sie ab. Oh je, das hört sich nicht gut an. Denk dran, ich hab meine Augen überall. Mhm, wir machen erstmal das. Ja, überall, überall. So. Die Frage ist jetzt, ist das hier oben? Ist das hier drin? Ihr seid nicht zufälligerweise die Schüler, oder? Die sehen so klein aus. Wie niedlich. Aber das müsste doch... Oder ist das eine Etage da drunter? Hier hinten ist es nicht, oder? Was ihr wolle. Zeigt mir eure Waren. Was ist oder war Jambula? Später. Nee, nee, das ist es offensichtlich nicht. Seid ihr es? Hier gibt's Rares gegen Bares. Okay. Ja, wo ihr da mich kann man findet. Was einkaufen? Dreht mir besser nicht den Rücken zu. Ja, ich vermute mal, dass das wahrscheinlich unten drunter sein wird. Hey, Mann. Dockarbeiter. Ich guck mal hier nach. So. Seid ihr die Schüler? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Sachen gesehen, da wird euch der Panzer wegfliegen. Okay, ihr seid nicht die Schüler. Aber hier ist noch eine neue Aufgabe. Das ist schlecht. Oh Mann, kann man nicht einfach mal angeben, ob das in der gleichen Etage ist oder nicht? Das ist doch... Jetzt sehe ich das Ding noch nicht mal mehr. Nee, hier. Hä? Nee, hier kann es doch nicht sein. Nee, das ist doch weiter hinten drin. Was ist denn das hier überhaupt? Ich freue mich auf unseren Handel. Das ist schön. Ich wollte aber keinen Handel machen.
Aber zumindest wissen wir jetzt schon mal, dass hier ein riesiger Marktplatz ist, bei dem wir ganz viele Sachen kaufen und reparieren können. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt dazu, meine Quest zu beenden? Weil jetzt ist zum Beispiel das Zeichen schon wieder weg. Aber das müssen die doch sein. Jünger der Amani. Ich habe Großenkel, die älter sind als ihr. Wissen ist Macht. Außer dummes Wissen. Vermeide das, wenn ihr könnt. Naja, dummes Wissen. Gibt es dummes Wissen? Ich weiß nicht. Aber hier oben bin ich ja schon gewesen. Und da oben hat er mir gesagt, dass es nicht richtig ist. Was bist du denn für einer? Ruhig, Mann. Blutelfe. Okay. Ja, mischen wir uns mal nicht ein. Die scheinen ja alle so ein bisschen im Clinch miteinander zu liegen. So, was Wer ist mit seid dir? Ihr denn? Herr Nett im Gaunernest. Ach, scheiße. Geht's noch? Nicht genug Mana. Doch, du hast genug Mana. Du hast genug Mana zu haben. Ups. Den hätte ich wohl nicht angreifen sollen. Okay, aber das sah so aus, als ob ich jetzt gerade am Ziel bin. Na gut. Schauen wir mal hier. Hier waren wir doch schon mal. Hier ist es auch nicht. Wahrscheinlich eine Etage darüber. Ach, die Folge kann sich nur noch um Stunden handeln heute, liebe Leute. da kam ich jetzt aber nicht mehr hoch, ne? Wenn ich jetzt da rumlaufe. Ich versuch's jetzt noch mal eine Etage darüber und hole euch dann erst wieder, wenn ich dann doch noch mal irgendwann herausgefunden habe, wo es sein könnte. Aber hier war ich ja schon drin. Hier ist es auch nicht. Ich glaube, ich bin richtig. Das sind die Jünger. Ja. Muss ich mit denen vorher sprechen? Das ist jetzt die Frage. Nein. Ich kann die nicht. Hä? Wieso kann ich die nicht anvisieren? Jünger von Amani. Also der würde mit mir kämpfen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Okay, der war jetzt nicht so. Das ist schon mal einer. Aber die anderen möchten irgendwie nicht mit mir kämpfen. Ich weiß auch nicht. Oder? Jetzt kommt er. Ne? Bin ich denn jetzt? Was greifst du mich jetzt an? Wo kommst du denn jetzt her? Also anscheinend muss man nur warten und dann kommen die anderen doch. Oh, pff, geht's noch? Ich brauche mehr Mana. Nein, du brauchst nicht mehr Mana, das geht schon. Ich brauche ein Ziel. Schon kaputt? Das war doch gerade noch ein Bär. Hä? Okay, naja, gut. Okay, dann haben wir's durch.
ist zwar ein bisschen kompliziert, hier hinzukommen und alles, aber wir haben es durch. Dann gehen wir mal eben wieder zurück zur Abgabe. Aua. Wenigstens haben wir die Abkürzung genommen. Ah, ich regeneriere noch, das ist gut. Der Pöbel sollte huldigen und nicht Gehör fordern. Ich habe gerade, glaube ich, irgendwas anderes verstanden. Okay, einmal Strafaktion, bitteschön. Bevor ihr weiter die Luft um mich verpestet. So, der Stamm der Sandwüter war vielleicht in die Verbrechen hier verwickelt. Aber es ist vor allem ihr Ehrglaube, der sie nach solchen Dingen, der sie solche Dinge machen lässt. Geht nach Tal Farrak, schlagt dort den Gong und stellt euch der Hydra, die sie sich als so eine Art heiliges Haustier halten. Okay. Hab ich gesagt, ihr könnt gehen? Der Hydra. Gut. Aber ich muss auf jeden Fall den Gong schlagen. Ich denke mal, dass wir da erstmal hoch müssen. Entschuldige, liebe Spinne, dass ich jetzt über dich drüber gelaufen bin. Ja und nein. Die stehen alle hier. Okay, ich würde aber trotzdem gerne mich noch mal kurz vorher heilen. Oh Gott, ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht alle an, wenn ich diese komische Hydra machen muss. Ich sollte aber vorher noch mal eben gucken. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment, Tasche war mit B, genau. Das ist, ich weiß nicht, warum Tasche mit B gemacht wird, aber egal. Magierfäustlinge? Nee, wo waren das? Was haben wir denn da bekommen? Ihr habt diese Vorlage noch nicht? Was, wie, wo? Das waren entweder Schultern oder Handschuhe, die ich bekommen hatte. Handstofflappen. Ach, Moment. Hier oben blinkt es gerade. Die waren es doch, glaube ich, oder? Nee, das ist ein Säbel? Das habe ich dann jetzt gerade erst neu bekommen. Hm, keine Ahnung. Dann gucke ich später nochmal nach. Wir haben uns auf jeden Fall jetzt schon mal aufgeheizt, wollte ich gerade sagen. Aufgeheilt. Oh, fuck. Ich habe kein Ziel. Nee, du hast kein Ziel. Nimm doch das vor dir. Oh, fuck. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wow. Wow. Die ist so groß, ich konnte gar nicht richtig gucken. Hilfe. Oh mein Gott. Okay. Hier sind auch noch überall Gegner. Die greifen mich jetzt eher, wenn ich rumlaufe. Aber egal. Wir sehen uns bei der Zielabgabe. Lauf und lass dich nicht erwischen. Lauf, lauf, lauf. Wieso sind die so viel schneller als ich? Vor allen Dingen, wieso kann ich nicht laufen? Hallo, ich sehe mich noch nicht mal. Ha, ihr Angstviecher. So. Bei dir war die Abgabe, genau. Wer erlaubt euch, mich anzusprechen? Was bist du denn für eine? Du gibst mir einen Auftrag und dann sowas? Denk dran. Ich hab meine Augen überall. Naja. Überall. Anscheinend ja nicht. Gut, jetzt können wir wieder mit ihr sprechen. Ich höre. In der Stadt wirken sie Blutmagie. Wachen verschwinden und unsere obere Spionin Jasma verhält sich verdächtig. Darüber müssen wir Rastakhan unterrichten, ohne dass Jasma sich einmischen kann. Rastakhan ist glücklicherweise ein kluger König und seine Gegner vergessen das oft. Ich habe einen Bericht verfasst und in einen Code geschrieben, den Rastakhan selbst angefertigt hat und den nur er und mein Halbbruder Habutun kennen. Stimmt gar nicht, weil sie kennt ihn ja auch. Bringt ihn zu Habutu. Er wird dafür sorgen, dass der König alles erfährt. Okay, Ja, ja.
Also vielleicht haben wir hier unten ein klitzekleines Problem. Nix, womit wir den König belästigen müssen. Mhm. Ich informiere Suhl. Er wird wissen, ob das Rastakans Zeit wert ist. Ja. Gut. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder nach oben zum Palast, nehme ich mal an, oder? Wenn es um den König geht. Aber hier sind jetzt auf jeden Fall keine Gegner mehr, so wie es aussieht. Das finde ich schon sehr gut. Ja, ich sag mal, bei Teso mache ich das ja auch immer. Ich laufe dann einfach durch. Zur Not setze ich mir halt ein Schutzschild ran und das war's dann. Und ich habe dann festgestellt, dass das bei WoW definitiv nicht so einfach möglich ist. Ich meine, Schutzschild drüber, okay. Aber ich habe keine Ahnung, warum ich nicht laufen konnte. Also ob das jetzt irgendwie so ein komischer Fluch war, ich gestunt worden bin, keine Ahnung. Ich finde die aber noch beeindruckend hier. Ja, ich würde sagen, ich laufe erstmal nochmal das Stückchen alleine nach oben und wir sehen uns gleich wieder. So, nachdem es im Aufzug ziemlich gebackt hat gerade, ich weiß nicht, was das war, ich konnte nicht mehr gerade auslaufen, können wir dann endlich die Sachen übergeben? Bitteschön. Und wir sind definitiv auch wieder bei der Hauptquest, muss ich jetzt auch wieder dazu sagen. So, ja, er sagt nicht mehr allzu viel dazu. Ich denke mal, dass wir bei ihr dann weitermachen. Ich bin die Hohepriesterin von Shadra. Loa der Spione und Gifte. Und wer seid ihr? Ihr da, Stimme der Horde. Meine Spione haben mir von finsteren Ketzereien berichtet, die sich in unseren heiligen Tempel von Zhangchul abspielen sollen. Der König hat Loti Unral losgeschickt, damit sie die Lage dort erklären. Aber die zwei Streithähne von Ratsmitgliedern können gegen ihre eigenen Anhänger anscheinend keine Härte zeigen. Wir bräuchten also jemand mit der richtigen neutralen Härte. Trefft euch unten am Zozalo mit Kriegsdruidin Loti und lasst euch von ihr den Rest erklären. Verschwindet! Euer Ernst! Mich verpestet. Trefft euch unten, ey. Ich spring hier gleich in den Tod rein, ganz ehrlich. Das ist so eine bescheuert lange Strecke. Vor allen Dingen, das ist da hinten, ne? Kann man hier... Ich versuch's jetzt einfach mal spaßeshalber, aber ich denke mal, ich werde dabei sterben bei dem Versuch. Oh. Das sollte man vielleicht nicht immer machen, aber... wieso unterbrochen? Du sollst das einmal machen. Bin ich zu schnell losgelaufen? Ich glaube, ja. So, ja, ich würde sagen, den Rest des Weges liege ich lieber mit meinem Reittier zurück. Werde mich dann aber zwischendurch immer mal wieder heilen. Ich höre mich jetzt gleich noch einmal und dann fange ich an zu reiten. Ja, und wir sehen uns dann gleich am Zielpunkt wieder. Ihr müsst die 20 Millionen Stufen nicht miterleben. Bis gleich. So, am Zokalto sind wir... Irgendwo da hinten steht die Kriegsdruidin. Die Macht der Loa ist stark hier. Für das Rudel! Jo, für das Rudel. Das Rudel steht immer oben, zumindest bei uns bei Teso. So, verbotene Praktiken. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Saphira, ich kann eine Waffe für euch gut gebrauchen. Jasmas Spione sagen, es gebe Blut... Kultisten unter unseren Leuten. König Rastakan hat mir also den Auftrag gegeben, alle Trolle, die mit Blutmagie rumfuschen, zu jagen und aus dem Weg zu räumen. Nehmt das Totem da, findet diejenigen, die nach Blutmagie stinken und macht sie alle. Wenn das erledigt ist, solltet ihr dem faulen Hexenfürsten Rahl, er soll sich bald dazu herablassen, hier mit für Sicherheit zu sorgen. Okay. Lasst den Hexfürst Rahl könnt ihr am anderen Ende von der Terrasse finden. Richtet ihm von mir was Beleidigendes aus. Okay, wir richten was Beleidigendes aus. Kein Problem. Ist das schon irgendwie cool gemacht. Gut, Moment. Purpurkultisten töten. Waren das jetzt keine Purpurkultisten? Segen der Lua. Nee, okay. Ihr auch nicht.
Aber irgendwo hier drin sollen sie doch sein. Priester. Ja, oder sind die Priester jetzt die Kultisten? Aber die müssten doch eigentlich rot sein, oder? Sprecht. Nee, also gelbe kann ich auf gar keinen Fall angreifen. Okay. Dann verstehe ich es noch nicht. Oder die laufen hier wieder so dazwischen rum. Das kann natürlich auch sein. Druide. Hm. Du siehst mir nach so einer Kultistin aus, aber... Oh, hast du mich jetzt erschreckt? Hm. Ja. Scheint hier gerade keine Kultisten zu geben. Was ist das denn hier? Weiß keiner so genau. Okay. Sind die Jungen? Oder sind die Kultisten oben? Das kann natürlich auch sein. Hm. Jetzt wollte ich am Ende der Folge nur noch mal eben ein paar Kultisten erledigen und jetzt finde ich hier keine. Das ist ja wieder richtig toll gemacht. Ihr werdet nicht unseren Ritualtag stören. Dafür wird Loti schon sorgen. Okay. Ja, ich entdecke ganz viele tolle Gegenden hier. Aber ich schätze mal, in keiner davon finde ich jetzt Kultisten. Komischerweise. Hm. Also ich vermute stark, dass das wahrscheinlich... Kann man hier... Aber da kann man nur darunter gehen, ne? Ist dann wieder außerhalb von dem Bereich. Ich vermute mal sehr stark, dass wahrscheinlich irgendwo welche dazwischen sein sollten. Aber ich denke mal, durch irgendwelche anderen Spieler oder so jetzt keine mehr da sind. Das finde ich sowieso sehr blöd gemacht bei WoW, weil es dauert ja auch immer recht lange, bis sie wiederkommen. Wenn man mal sowas hat. Hm. Ich hör zu. Ja, hör du mal zu, das ist okay. Das bringt mir nur gerade nichts. Hol dich dem Lohr der Wandler. Tja. Was ist denn hier drin? Das sind auch keine, ne? Flieg mit Paco. Priesterin. Aber das sieht auch schon wieder so aus, als ob das tatsächlich die falsche Etage wäre, ne? Das Problem ist, ich möchte jetzt nicht die ganze Folge hier rumlaufen und sie dann doch nicht finden. Deswegen... Springen wir... mal ein bisschen zu tief runter. Ich will das nicht unterbrechen. Mach das doch einfach mal. Mein Gott. So. Deswegen werden wir jetzt hier unten mal gucken. Die sind auch gelb. Die sind auch gelb. Ne, dann kommen wir wieder auf die gleiche Etage da hoch, oder? Hm. Ja, also das Einzige, was mir jetzt tatsächlich noch einfällt, weil es hier offenbar keine anderen Etagen gibt, wie ich da hinkomme, dass die tatsächlich gerade nicht da sind. Deswegen tut es mir jetzt wirklich leid, aber bevor wir jetzt hier stundenlang warten und immer wieder hin und her laufen und ich leider im Moment auch nicht so die Zeit habe, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge nochmal schauen, ob die wieder zurückgekehrt sind oder ob sie vielleicht doch komplett woanders sich befinden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Falls du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.